Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und der Hannes ist auch da. Das ist der Hannes. Moin! Der Hannes feiert gerade Abschluss hier an der Berufsschule. Da haben sie schon mal die Getränke kühl gestellt. Genau. Ja, wir haben jetzt eben eingekauft für die Odelmaß. Wer das nicht kennt, wir haben ja letztens die Schneemaß getestet. Und jetzt müssen wir noch die Odelmaß testen. Deswegen steht hier auch Rotwosch. Und darum geht's heute. Die Sprite Challenge, ja? Wo der Manns Haulwurf, der klotzt nämlich den ganzen Tag TikTok und hat gesagt, er hat die Sprite Challenge entdeckt, dass er das Sprite trinkt, 0,5 Liter, ohne zu rülpsen. Das muss nicht auf Ex sein, du kannst auch absetzen, du solltest trotzdem zügig sein, nicht jetzt 2 Tage Zeit lassen, sondern halt Sprite trinken, ohne zu rülpsen. Und das schafft kaum jemand. Der Manns Haulwurf hat mit uns das Video schon mal gemacht. Der Hannes hat die ganze Flasche weggezogen, ohne zu röpsen. Der Ramses hat ein bisschen das ausgetrunken, danach ging es. Haben wir gedacht, okay, das gilt jetzt nicht. Der Manns, der ist komplett gestorben. Den Manns Haulwurf, sein Video gibt es auch schon auf YouTube. Wir können mal kurz hier was einblenden davon. Alter. So, also ich bin schon mal raus. Wer das gesehen hat, schreibt halt mal einen netten Kommentar drunter, ne, dass der Ramses euch geschickt hat oder so. Gleichzeitig hat auch Kanal Phänomenal die Sprite Challenge gemacht, hat mich auch dann nominiert. Ich habe gesagt, wir wollen das ja eh nochmal. Keine Chance. Nope. Jetzt mache ich das mit dem Hannes nochmal. Wir probieren mal. Ich filme jetzt einfach den Hannes erstmal, wie der Hannes sich hier diese Sprite reintrinkt in der Sprite Challenge. Weil das ist irgendwie untergegangen. Mimi, ich gebe dir gleich hier. Die ist auch nicht gekühlt oder so. Das ist wirklich ein halber Liter. Ungekühlt. Ihr seht, einfach nur mit Fett, Kohlensäure drin, allen drum und dran. Ich würde sagen, Hannes, viel Spaß damit. Jo, danke. Ich belästige dich jetzt. Ja. Der Hannes füttert sein T-Shirt. So, die Flasche ist leer. Guck dir das an. Die Flasche ist leer. Und der hat nicht gegöckt. Ihr könnt ja mal hier drauf drücken. Bitte nicht, das rülpst ich jetzt wirklich noch, ey. Ich weiß nicht, wie das ist, wie lange man danach nicht rülpsen darf. Aber die meisten setzen ja schon nach 2 Schlücken ab und machen dann. Aber der Hannes, der hat gestern einfach die ganze Flasche getrunken. Heute trinkt er auch die ganze Flasche. Ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist. Den Brottrunk hat er auch einfach weggezogen. Ich will jetzt auch mal die probieren. Die stelle ich mir jetzt aber hier hin. So. Dann machen wir das Ganze nämlich so. Wollen uns auch eine Flasche Sprite. Nicht gekühlt. Ich denke mal, wenn das gekühlt ist, ist das sowieso irgendwie noch ein bisschen einfacher. Beziehungsweise, na, ich setz mich wieder. Ne, ich stell mich. Ne, du hast gesessen. Gut. Das ist bestimmt ein Unterschied, ob man steht oder sitzt. Ja, und ob man es im einen Zug austrinkt oder etappenweise. Weil etappenweise, da fängst du eher an zu rülpsen, als wenn du es ganz wegziehst. Das sind die Profi-Tipps. Ihr sollt das auf Ex trinken. Da müsst ihr nicht so oft rülpsen, wie wenn ihr es etappenweise trinkt. Dann probiere ich es jetzt halt mal so, aber ich glaube, ich bin erstens viel langsamer, muss zweitens 5-mal absetzen. Den Rülpser kann ich bestimmt unterdrücken bis zum Schluss. Aber dann kommt es, glaube ich, trotzdem. Außer man geht mit Bauchschmerzen hier heute raus. Prost. Und danke Kanal Phänomenal für die Nominierung. Der Flatti wurde ja auch nominiert. Stimmt, ja. Vom Manns und von allen anderen. Und mal gucken, ob der das noch macht. Der Flatti verliert ja schon, wenn er das Video anfängt. Der macht ja immer schon. Moin, moin, ich bin's, euer Flatti. Also hat es schon nicht bestanden, bevor er getrunken hat. So, Zitrone, Limette. Prost.
glaube, Hannes, seine Tipps haben geholfen. Und für einen Abend, dann geht's. Nee, da kommt's raus. Wir haben es ja jetzt gezeigt, dass es der Hannes kann, ne? Da muss ich es ja nicht können. Das heißt, vielleicht, wenn es kommt, dann kommt's. Ansonsten, ihr habt so ein Drücken auf dem Magen. Es ist auf jeden Fall nicht angenehm. Also, aber es ist ungefährlich. Die haben gesagt, wenn das da nicht rauskommt, sucht sich einen anderen Weg. Das heißt, versteht ihr? Und dann ist auch wieder gut. So, so kann man das mal machen. Dann ist die Luft wieder draußen. Das war es jetzt von meiner Seite aus, aber der Hannes muss immer noch nicht. Guckt euch den an. Der Hannes hat die Ruhe weg. Nee. Der hat jetzt in die Hose gebumst in der Zwischenzeit, damit die Luft raus ist. Ich weiß ja nicht, ist das trotzdem dann geschafft, weil man ja die Flasche getrunken hatte, ohne zu rülpsen, weil es ja nur währenddessen ist? Darf man also danach oder darf man dann 2 Tage gar nicht mehr atmen? Die Regel ist mir noch unklar. Wir haben es auf jeden Fall beide auf Ex geschafft, ungekühlt. Das war es von meiner Seite aus. Wir sind mal gespannt, ob es der Fladdy noch macht. Dass der Fladdy noch sein und Natururin vielleicht und der Chiesto, beim Chiesto bin ich gespannt, der so, Leute, oder fliegt er wieder vom Balkon. Das wär's. Das war's jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Macht es gut. Und Hannes, danke, dass du da bist. Bitte. Immer wieder lustig mit der Type da. Auf jeden Fall.